Wir starten mit dem Handwerk in den Sommer 2008. Herzlich willkommen bei HWK TV. Mit uns geht es heute auf Entdeckungsreise in die Luft mit tollen Impressionen aus 1000 Metern Höhe und zu Töpfen und Rezepturen, die eiskalt verlocken und verwöhnen. Also schnallen Sie sich an und stellen Sie Ihre Sitze aufrecht, denn wir starten in eine turbulente Sendung HWK TV. Mit Wolfgang Kaiser, einem leidenschaftlichen Piloten und professionellen Kameramann, der sich seit vielen Jahren, nicht zuletzt wegen seiner beeindruckenden Luftbildaufnahmen, einen Namen erarbeitet hat. Wolfgang Kaiser hat sich nicht nur ein spezielles Flugzeug entwickelt und gebaut, sondern den Flieger auch mit reichlich TV-Technik ausgerüstet. Die Ergebnisse konnten sich auch in der Vergangenheit schon sehen lassen. Doch die Suche nach der perfekten Technik, die perfekte Bilder schießt, hat er nie eingestellt. Bei böigem Wetter war also die Kamera und das Flugzeug natürlich nicht ruhig zu halten. Die Bilder waren entsprechend unruhig, zum Teil auch nicht zu gebrauchen. Als Kameramann wusste ich natürlich von den technischen Möglichkeiten der Handwerkskammer Koblenz. Und da meine Möglichkeiten der mechanischen Bearbeitung begrenzt sind, habe ich gedacht, sprich einfach mal die Leute an. Vielleicht können die mir das eine oder andere umsetzen, wenn es um Genauigkeit geht. Mit der Technologieberatung der HWK überlegten Wolfgang Kaiser und ein ausführender Handwerker, Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Michael Bocklet aus Koblenz, wie man die komplizierte Aufhängung samt Gehäuse für diesen fliegenden Spezialeinsatz umsetzen könnte. Konkrete Ideen brachte Kaiser mit. Nun ging es um die Umsetzung in der Praxis. Neben der technologieorientierten Beratung, also der Hilfestellung bei konkreten technischen Fragestellungen, bieten wir den Betrieben auch an, technische Neuerungen mit zu unterstützen oder auch Erprobungen und Machbarkeitsstudien durchzuführen. Hierbei betrachten wir natürlich nicht nur die technologische, sondern auch die betriebswirtschaftliche Ebene, Erfinderfragen oder auch Überprüfungen, ob beispielsweise die aktuelle konkrete Untersuchung vielleicht aus öffentlichen Mitteln gefördert werden kann. Auch für die Technologieberatung der HWK kein alltäglicher Fall. Doch dank langjähriger Erfahrung und einer leistungsstarken Hightech-Einrichtung im Laserzentrum der Handwerkskammer konnte man dem Handwerksunternehmen und auch Pilot Kaiser weiterhelfen. So entstand eine Spezialausrüstung, die sich an den Vorgaben der Praxis orientierte. Und die ist in diesem Fall geprägt von den turbulenten Verhältnissen zwischen Himmel und Erde. Von himmlischen Bildern zu nicht weniger himmlischen Genüssen. Zu diesen tollen, luftigen Sommerbildern unserer Region passen ganz irdische Sommergenüsse. Wer denkt da nicht an ein leckeres Speiseeis? Ein klarer Fall für das Konditorenhandwerk. So sieht es aus, wenn Konditoren zwischen Töpfen, leckeren Zutaten und der Eismaschine nach traditionellen Rezepturen und frischen Ideen Speiseeis zaubern. Das schmeckt nicht nur besonders lecker, sondern ist über die bewusste Auswahl der Zutaten auch ein gesundes, vollwertiges Nahrungsmittel. Die wichtigsten Schritte sind erstmal das Abwiegen der einzelnen Zutaten. Dazu gehört Zucker, Milchpulver, Dextrose und Eisbindemittel. Und wie wir dann eben gesehen haben, natürlich Milch. Und die wird dann aufgekocht. Anschließend kommen die abgewogenen Zutaten in die gekochte Milch. So was nennt man dann pasteurisieren. Auf 85 Grad erhitzen praktisch und anschließend kommt die Masse in die Eismaschine. Mit einer neuen Ausbildungsordnung zum Speiseeishersteller wird dieser Handwerksbereich übrigens ab dem 1. August aufgewertet. Dann können sich Jugendliche ganz gezielt in 2 Jahren zum Speiseeishersteller ausbilden lassen und erlernen unter dem Leitbegriff der Kundenorientierung die Herstellung der klassischen Sorten von Speiseeis bis hin zu kleinen Gerichten sowie Grundlagen aus Verkauf und Service. Eine leckere Versuchung beruflicher Bildung. Mehr Infos dazu gibt die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz
unter der Telefonnummer 0261 398 332. Diese wie auch alle anderen Sendungen von HWK TV können Sie sich übrigens zu jeder Zeit und an jedem Ort über das Internet ansehen. Zusammengestellt auf der Webseite www.hwk-tv.de. Vom Handwerk und seinen Sommerimpressionen gebe ich zurück an Sabine Schmidt.